Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, ich habe hier gerade ganz schnell die Tür mit den schlafenden Hunden zugemacht. Boah, sind doch keine Hunde, ey. Ach du Scheiße. In welcher Welt sind das Hunde? Das sind definitiv keine Hunde, ey. Was? Brauchen Hilfe! Das dauert nicht! Boah, lass ja die Tür auch zu. Viecher, ehrlich. Ich liebe ja Hunde wirklich über alles, aber das sind für mich keine Hunde, sorry. Das sind keine Hunde. Das ist irgendwas anderes, Abartiges, aber das sind keine Hunde, ey. Der Outsider soll euch holen. Naja. Ich kriege dich schon. Nein, nein, nein! Sie stechen mich! Ach, der lebt noch? Nein. Du hast hier nichts verloren! Ich hatte die jungen Herren hier nicht gesehen. Das war ziemlich blöd gerade. Okay. Wo rein? Ich muss noch einen höher. Sie sorgen dafür, dass sie bleibt, wo sie hingehört. Hypatia, da... mal nicht verlassen. Denken Sie dran. Sir. Neulich Nacht war sie auf einmal weg und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Lassen Sie mich eins klarstellen, Corporal. Die gute Frau Doktor verlässt das Institut nie. Es sei denn im Auftrag des Herzogs. Verstanden? Ich... Was? Nein! Sehen wir. So. Keine Zeit für sowas, Leute. Irgendwas Wichtiges hier. So. Hier ist heute nicht im Büro. Sie arbeitet im abgeschlossenen Auditorium der Reparation. Sie will nicht gestört werden. Für die dringenden Fälle hinterlasse ich doch den Schlüssel in ihrem Büro. Noch etwas. Der Hausmeister Milton hat in der Krankenabteilung zu bleiben, bis ich ihn verhört und über sein Schicksal entschieden habe. Wir haben ihn im kleinen Gewächshaus eingesperrt. Ihn im kleinen Gewächshaus eingesperrt. Niemand darf mit ihm sprechen oder gar einen Raum betreten. Schaffe. Na, den Schlüssel haben wir. Da ich ein bisschen. Alexandria Hypatia. Schlimmer und ich habe verstörte Träume. Selbst die Ruhe weicht mir aus. Herzog Abele wirkte zuerst übermäßig behütend. Aber
aber ich werde immer mehr zur Gefangenen in meinem Labor. Die Soldaten lassen mich in Ruhe. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Wirklich traurig macht mich der Verlust meiner Arbeit. Mir hat die Verbindung zu den Leuten, die mich wirklich brauchen, immer gut getan. Die Arbeiter und ihre Familien. Wenn ich höre, dass ein Fieber ausgebrochen ist oder die Bergleute eine neue Krankheit haben, schmerzt es mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann, um ihnen das Leid zu nehmen. Okay. Im Gewächshaus, wo ist denn? Huchala. Ist das das Gewächshaus? Oh, was habe ich denn jetzt? Ich liebe es, wie sich Geschichten verändern. Wenn das gesprochene Wort sie schreibt. Unvollkommen. Halb verstanden. Schlecht erinnert. Schon bald wird die Geschichte des Kronmeuchlers verformt und verbogen werden. Wie ein weiches Stück Metall. Mal ein Monster zum Abschuss freigegeben. Dann ein Opfer vom Verrat. Verschont, weil es einen anderen Weg gab. Doch du erinnerst dich an die Wahrheit, nicht wahr? Deine Wahrheit. Hä? Ich habe zu viel Leben. Gibt's denn sowas? Ach, ja, ja, ja. Die Ratten wieder, ey. Hemd zu Hamilton. Ganz oben muss ich auf jeden Fall nicht. Und soweit ich weiß, habe ich einige getötet, oder? Jetzt erstmal nach ganz unten, weil da ist auf jeden Fall so eine Nebenaufgabe, die würde ich gerne machen. Oh Gott, da sind viele. Oh Gott, da sind echt viele. Ist Hamilton da drin? Wie geht's ihm? Er dreht durch, ruft stundenlang dummes Zeug. Konnten Sie irgendwas verstehen? Er faselte irgendwas von einem angreifenden Monster, einer Bestie, die ihm das Hirn aus dem Schädel kratzen wollte. Verstehe. Warum? Sie müssen etwas wissen. Dann rede. Mit mir. Sie sind Hamilton? Warum waren Sie eingesperrt? Wissen Sie was? Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Mit Kapuze. Nur ganz kurz. So viel Hass im Blick. Als gäb's nicht schon genug davon. Ich sehe keine Gespenster. Hoffentlich sind meine Notizen noch da. Ich muss zurück in mein Zimmer. Mein Schlüssel ist weg. Ich dachte, ich könnte... Ich weiß nicht. Wie dumm von mir. Hamiltons Quartier durchsuchen. Aber die leben hier mit diesen Fliegen zusammen und... Ich weiß nicht, das ist total eklig, ja. Die haben diese Fliegen sind total gefährlich für die, ne?
Und die leben trotzdem mit denen zusammen und haben die daneben an. Das ist doch total komisch. Eigenartig ist das doch. Was war das? Fallen oder so, ne? Waren das gerade? Na, alles voll. Topfpflanze. Dieses Mal, da bin ich sicher, habe ich etwas gesehen. Das war nun, ja, ich weiß nicht genau, was das oder wer es war, aber da war etwas, eine verhüllte Gestalt. Sie zog etwas Blutiges durch den Korridor. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Opfer nach einer der Hunde war oder einer der Wachen. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Diese Bastarde haben mich jetzt monatelang drangsaliert. Sie sagen, ich hätte den Verstand verloren und dass Dr. Hypatia mich einsperren sollte. Hauptmann Ramirez sagte, dass ich das alles in meinen Kopf abspiele und dass ich damit aufhören soll, Gerüchte zu verbreiten. Dr. Hypatia hat kaum etwas gesagt, als ich das erste Mal den halbverdauten Hund erwähnte, den ich in der Rekuperation gefunden hatte. Deckt sie jemanden? Dr. Vasco scheint mir verdächtig zu sein. Er ist jetzt schon einige Wochen in der Rekuperation. Mein Gott. Ah. Verdächtig zu sein, jetzt schnell geworden, ja? Und das letzte Mal, als ich ihn sah, zapfte er dem Leichnam der Wache, die von den Blutfliegen zu Tode gestochen worden war, altes Blut ab. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich weiß genau, dass das nicht in Rezept von Dr. Hypatias Ad Adamaya-Tinktur steht. Wie auch immer, wenn mich jemand zuhören will, muss ich eben selbst auf Mozart gehen. Ich werde ein paar Fallen stellen, nachts Wache halten, bis ich etwas weiß, was vor sich geht. Seht ihr, dass ich nicht lesen kann? Finde Vasco. Einmal nach unten. Da ist noch eine Wache. Noch eine. Was? Wo kommen die Ratten her? Hier nur eine Ratte. Hä? Dieser maskierte Mörder. Manche Opfer sollen halb verdaut gewesen sein. Überall Blut und so. Ekelt. Ekelhaft. Ich weiß nicht, muss ich da denn hin? Kann es sein, dass ich auch einfach geradeaus muss? Ich muss da hinten auf jeden Fall in einen Raum rein. Wie komme ich da rein? Ist da jemand? Zeig dich! Wer hat die Tür aufgemacht?
Wo versteckst du dich? Was? Zeig, was du drauf hast. Oh! Ich krieg dich schon. Du bist tot. Ich komme da nicht durch. Ich komme ja hier nicht durch. Okay, hier sind Fliegen, oder? Boah, hier sind so viele Sachen, ich kann nichts aufheben. Ich alles voll hab. Das war auch nicht richtig. Gucken wir mal hier lang. Da steht wieder nach oben. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Ich bin für das Malwerk nicht zuständig. Manchmal glaube ich, sie stellt sich absichtlich taub. Die haben keine Angst vor uns. Ich dachte erst. Klar, die Blutfliegen gab's schon immer. Aber waren es auch so viele von ihnen und so große? Ich frage mich, wie ich da hinkomme, wo ich hin soll. Wo ist sie, verdammt? So hungrig. Vielleicht gibt es ja Fischfrikadellen. Du wieder! Eine Leiche? Dir? Was? Hier stimmt was nicht! Hilf mir doch jemand! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ach, haltet doch die Backen. Ach, wie komme ich denn da hin, wo ich hin soll? Hä? Ich weiß nicht, wie ich da hin soll, Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung. Wäre jetzt hier. Bleiben Sie weg! So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Ja, ruf doch um Hilfe, du blöde Kuh. Es ist eh keiner mehr da, der dir helfen kann. Lassen Sie mich! Wache! Hilfe! Kann nicht sein! Nein, nein, nein! Ich kann einfach nicht! Muss ich vielleicht hier irgendwie ein Buch anpacken oder so? Ich komme da nicht rein. Und ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. 24 Meter ist die entfernt. Hä? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Sind diese Fenster, die verstehe ich nicht. Vielleicht komme ich ja, wenn ich da oben reingehe, da durch.
mein Gott. Ach, ziemlich übel. Toll, hier ist die ganze Zeit diese Reputation oder was das da, wie das heißt. Eine Notiz gefunden. Mein Gott, was soll das denn jetzt? Ich war doch ganz leise. Ich sterbe. Hä? Na, ich bin auf jeden Fall gut. Da hört sich schon wieder sowas Ekliges an. Was ist das? Was hört sich denn so widerlich hier an, ey? Boah, das hört sich sau eklig an. Ich hab wieder was unter den Fingernägeln. Womit habe ich noch gearbeitet? Jod vielleicht? Dann reden wir mal mit dem Mädchen. Sind Sie ein Patient von mir? Tut mir leid. Ich sollte das wissen. Ich möchte Sie etwas fragen. Verbergen Sie Ihr Gesicht wegen einer Narbe? Die Krankheiten, die wir hier behandeln, sind weiter verbreitet, als die Leute zugeben. Ich bin nicht deswegen hier. Ich suche Anton Sokolov. Sokolov? Ja, er war kurz hier, aber sie hat ihn weggebracht. Zu Kirin Jindosh. Haben Sie das eben gehört? Was ist mit dem Kronmeuchler? Ist er Ihr Patient? Der Kronmeuchler? Der Name ist aus den Zeitungen. Ich weiß nicht. Ach ja, die Morde. Da war ich in Dunwall, um Krankheiten von Walfängern zu untersuchen. Moment, hat da jemand nach mir gerufen? Ich bin so vergesslich geworden. Der Kronmeuchler ist interessant. Da kann ich Ihnen bestimmt helfen. Es lief alles so gut und jetzt lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Wer ruft mich da? Entschuldigen Sie.
Die Alte ist, die sollte vielleicht mal aufhören, diese komischen Fliegen da auseinanderzunehmen. Vielleicht würde es dir dann noch ein bisschen besser gehen. Macht Lust darauf, mit Feinden zu experimentieren. Ich habe sowas früher nie verloren. Gedächtnisschwund vielleicht. Eine typische Krankheit von Genies. Naja. Hier läuft was furchtbar schief, aber ich weiß nicht was. Sind das Hände und Füße? Horn und ja. Was sie wohl dazu sagen würde? Gut, dass sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosch, der ihn zerbricht und ihm ich all seine sie Geheimnisse entlockt. Ganz weiß, tief unten, der Naturphilosophie in einem Jindosch Brunnen irgendwo. Zusätzlichem Wissen noch preisgeben wird. Aber es wird Zeit für sie wieder hervorzutreten. Zeit zu spielen. Wir benötigen ihre besonderen Talente. Der Doktor wird nach so Dunwall reisen. Da Ichabod Boyle als nächster so auf der Liste Fleisch. Steht, beeilen Sie sich und lassen Sie es unschön werden. Geben Sie den Zeitungen was zum Schreiben und den Leuten Nahrung für ihre Albträume. Warum bist du so verflucht schüchtern, du kleine Maus? Mein, du kannst... Ich würde dir die Zunge rausreißen, wenn ich könnte. Ach ja, die ist ein bisschen krank. Oh, ich kann das alles nicht nehmen, ey. Das stört mich voll. Mit Ihnen alles in Ordnung? Dr. Hypatia war es. Sie ist der Kronenmeuchler. Was? Aber sie ist nicht sie selbst. Sie entwickelte ein Serum für die Bergleute. Das erste verursachte schreckliche Veränderungen in ihrem Kopf. Für mich ist es zu spät. Aber für sie noch nicht. Sie ist ein guter Mensch. Was kann ich tun? In meinem Tresor, in der Krankenabteilung. Dort finden Sie ein Rezept für ein Gegenmittel. Bitte! Die Tresorkombination ist 488. 488, das kann ich. Ach du Scheiße, was war das denn? Hab mich schon oft gefragt, wie dein Fleisch schmeckt, lieber Assistent. Was? Was? Seltsame Zeit. Diese Rolle juckt mir blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Aber selbst wenn sie wach ist, bin ich bei ihr und sehe durch ihre Augen. Meine kühle, spröde Schwester. Sie spart ihre Liebe für die verrußten Arbeiter auf. Was ist jetzt schon wieder? Hat's gedonnert oder was? Echt, Mann. Machen sich ständig in die Hose. Verurteilt zu einem kurzen, schrecklichen Leben. Und für Vesco, ihren getreuen Assistenten, der vor Monaten verschwunden ist. Wohin ist er nur da gegangen, liebe Schwester? Ich würde ihn so gern auseinandernehmen. Ich darf mich an seinem glitschigen Schädel und seinem roten Schenkelknochen reiben. Ist doch was faul. Danach werde ich mich so betrinken, aber hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh.
Sie ist weg. Was ist passiert? Sei froh, dass die weg ist, ey. Sei sowas von froh, dass sie weg ist, ne? Tötet die jetzt hier weiter, oder? Mein Gott, ich hab so Schiss, ne? Ich hab gerade so hier mega Schiss. Oh mein Gott. Muss ich Angst haben? Ich weiß es nicht. War die Leiche hier schon vorher? Ich muss nach unten. Oh, ich bin voll angespannt. Die kommt jetzt hier gleich. Ich weiß das. Ich weiß, ich habe da echt... Sie ist der Kronmeuchler und sie weiß aber nicht, wer sie ist. Er sitzt da noch. Okay, das ist schon mal gut. Hoffentlich war das kein Sabber. Hoffentlich ist es da drin. Diesmal muss es klappen. Ich bin sicher, die Dosierung stimmt und ich habe nur eine einzige Chance. Oh mein Gott, muss ich mir das jetzt echt merken? Alle festen Zutaten, darunter die Aluminiumsalze, gemeinsam zermalmen. Erledigt. Etwas Eiweiß hinzufügen aus der Küche muss nur diskret sein. Erledigt. 2 Wochen lichtgeschützt im Tresor aufbewahren, um die Basis des Sonnenwagen. Habe Spitzenladung mit verunreinigtem Blut eines verseuchten menschlichen Leichnams hinzufügen. Wenn Dr. Hyperia bei Verstand wäre, würde sie hier wohl widersprechen. Aber seit der Garde des hat wurden mehrere Männer von Blutfliegen getötet. Sie können genauso gut im Allgemeinwohl dienen. Also für den Blutproben waren vielversprechend. Ich darf mich noch nicht vom Hausmeister erwischen lassen. Sobald wie möglich initiieren. Finale Mischung erhitzen und initiieren. Also müssen wir jetzt... brauche ich jetzt Blut. Das Buch ihres Assistenten. Titel, DDD, Bewegung, fremdartig, fahre ich habe. Okay. Erhalte infiziertes Blut. Okay, das kriege ich hin. Los. Ich werde versuchen, sie... Hoffentlich haut das hin. Also ihr das Serum zu spritzen. Oh, jetzt kommt sie doch. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass die kommt, ne? Es fehlt was. Hallo. Ich würde den Brenner gerne... Hä? Oh mein Gott, sie kommt. Ich krieg Angst. Oh, bitte. Mein
Mach doch bitte, bitte ein bisschen schneller. Bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, warum ich so Angst habe. Geschafft. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Die gute Frau Doktor. Die ist oben. Wo ist sie denn da? Ach, die ist wieder in ihrem... Boah, jetzt habe ich eine Chance. Ich sollte königliches Blut kosten, als sie die... Nein, nein, nein! Doch. Nicht ins Bett! Oh mein Gott. Ich gehe nicht. Ich geb's nicht zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dr. Hypatia? Hypatia? Ja. Oh. Tut mir leid. Mir geht's nicht so gut. Vielleicht habe ich mir was eingefangen, als ich mit ansteckenden Proben hantiert habe. Nein, sie wurden vergiftet. Aber es müsste jetzt besser werden. Ich habe Notizen gefunden und ein Gegenmittel gemischt. Vergiftet? Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie ein paar Tage Ruhe brauchen, kommen Sie zu uns. Ich wohne mit einem Freund auf einem Boot, der Dreadful Whale. Oh, hier war ich hier schon in den Raum? Ne, hier war ich noch gar nicht, oder? Doch. Ja gut, Leute. Das war schön. Aber ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.